Einen schönen guten Abend. Willkommen zu Kicker TV, der Talk. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und auch schönen guten Abend hier im Studio in München. Noch knapp 48 Stunden und dann schließt es, das sogenannte Transferfenster. Also wir sind mittendrin im Endspurt, im heißen Kampf um noch Neuzugänge und natürlich auch um Spielerverkäufe. Es werden ja aktuell Summen gehandelt, da muss man schon wirklich sagen, manche sind wirklich völlig abstrus. Unter anderem klar Paul Pogba, Weltrekordtransfer mit 105, die einen sagen 110 Millionen Euro, ja unlängst zu Manchester United gewechselt. Und die Premier League, die hat Stand jetzt 1,15 Milliarden Euro in neue Spieler investiert. Das ist der absolute Wahnsinn. Wozu führt dieser Transferwahnsinn? Und wir stellen uns die Frage, droht der Fußball-Bundesliga möglicherweise der Ausverkauf? Darüber wollen wir heute sprechen bei Kicker TV, der Talk, mit unseren Gästen. Christian Heidel, Sportvorstand von Schalke 04, davor 24 Jahre lang Manager beim FSV Mainz 05. Er sagt, ich habe keine Angst vor England. Wir in Deutschland müssen alle versuchen, vom englischen Geld zu profitieren. Obwohl auf Schalke spüre ich die Engländer schon etwas mehr als noch in Mainz. Raphael Honigstein, der Journalist, schreibt unter anderem für den Guardian. Er lebt seit 1993 in London und beobachtet seit Jahren die Geldspirale der Premier League. Thomas Hitzlsperger, 52 Länderspiele. Er war 7 Jahre Profi in der Premier League und ist seit Juni im Management des VfB Stuttgart. Er sagt, wenn jetzt schon unsere Talente für Abermillionen weggekauft werden, muss die Liga aufpassen, nicht an Attraktivität zu verlieren. Und Frank Lussem berichtet seit 36 Jahren für den Kicker über den Fußball und seine Randerscheinungen. Schönen guten Abend, meine Herren. Hallo. Der Transferwahnsinn. Transferfenster schließt, ich habe es gesagt, am kommenden Mittwoch, Herr Heidel. Ich weiß, das Handy ist mit dabei, also immer auf Abruf sozusagen. Also sollte das Handy klingeln, ruhig rangehen. Ja, ja, klar. Also das dürfte klar sein. Es gibt ja gerade auch einige Spekulationen, auch um den FC Schalke 04. Gibt es denn noch Neuzugänge? Sie haben ja schon investiert. Da fallen zum Beispiel Namen wie Serge Gnabry, wie Konoplyanka, wie Daniel Caligiuri. Jetzt haben Sie hier die Möglichkeit, bei Kicker TV der Talk zu sagen, genau der oder der kommt noch. Ja, das ist auch der Grund, warum ich hierher gekommen bin. Sehr gut, ja, sehr gut. Um das alles bekannt zu geben. Nein, also ich habe mir eigentlich schon immer angewöhnt, dass ich da keine Wasserstandsmeldungen abgebe. Wir werden teilweise mit Spielern in Verbindung gebracht, die kannte ich vorher nicht, da bin ich ganz ehrlich. Und wir wollen nicht anfangen, bei einem zu dementieren. Dann irgendwann kommt man dann vielleicht zum Richtigen. Ich möchte ganz gerne diese Geschäfte, wenn es geht, vertraulich und diskret behandeln und abhandeln. Und wenn irgendetwas perfekt ist, dann werden wir es bekannt geben. Aber ich kann sagen, dass schon noch das Ziel ist, einen Spieler zu verpflichten. Das ist gut. Also das ist schon mal eine Möglichkeit, steht im Raum, dass der FC Schalke noch was unternimmt bis kommenden Mittwoch. Wie viele Berater sitzen gerade möglicherweise auf der Geschäftsstelle in Gelsenkirchen? Wir haben neu keine. Das Geschäft wird heute schon sehr, sehr häufig über das Telefon abgewickelt. Und erst dann, wenn ein Spieler dann verpflichtet ist, kommen die Berater mit dem Spieler in die Geschäftsstelle. Ab und zu gibt es dann mal ein persönliches Gespräch vorher mit dem Berater. Wichtig ist eigentlich der persönliche Austausch mit einem Spieler, dass man sich kennenlernt. Es ehrt Sie übrigens sehr, dass Sie heute noch zu uns ins Studio gekommen sind. War das Datum nicht ganz so auf dem Schirm, oder? Ich muss ehrlich sagen, ich hatte so oft abgesagt und irgendwann das Thema finde ich ganz spannend. Und ich muss zugeben, ich habe nicht drauf geschaut, dass es der Montag vor dem besagten Mittwoch ist. Und jetzt wollte ich nicht mehr absagen. Aber die eine Stunde Unterbrechung, die bekomme ich hin. Sehr gut, das ist so schön. Gehen wir ein bisschen rein in die Tiefe. Thomas Hitzlsperger, der Mittwoch wird immer so als Deadline Day auch bezeichnet. Der Begriff kommt ja aus England. Sind eigentlich viele in diesem Jahr oder in dieser Transferperiode noch verrückter geworden, als sie im Grunde genommen schon in den vergangenen Jahren waren? Ja, ist schon extrem verrückt, das ist auch so. Und ich habe es natürlich miterlebt als Spieler, war damals, ich habe in England gespielt, war schon viel Geld im Umlauf. Aber was in den letzten 5 Jahren noch mal passiert ist,
und vor allen Dingen auch nach dem neuen Fernsehvertrag in der Premier League und jetzt auch bei uns in Deutschland kursieren ständig irgendwelche Summen, verrückte Summen. Es werden sie auch bezahlt für Pogba, Sie haben es vorher angesprochen, und das ist schon enorm, weil wir fragen uns heute, wo soll es hingehen? Ich habe die Antwort auch nicht, aber wir müssen versuchen, mit den Mitteln, die wir haben in Deutschland, die etwas weniger sind als in England, trotzdem noch viel rauszuholen. Und ich bin überzeugt, wir haben die Möglichkeit, das eben zu tun. Wir werden natürlich gleich noch so den Vergleich anstellen zwischen englischer Premier League, der Fußball-Bundesliga. Sie haben es gerade angesprochen, da ist sehr viel Geld im Umfluss, aufgrund auch des neuen TV-Vertrages. Raphael Honigstein, viele, viele Jahre schon in England lebend, in London, im Grunde genommen täglich über die Premier League auch berichtend. Was gibt es denn da gerade so in der sogenannten Gerüchteküche? Kommt noch der ein oder andere Star? Ich habe heute gelesen, Pulisic von Borussia Dortmund, an dem war ja Liverpool interessiert, Dortmund hat jetzt abgelehnt. Gibt es da noch irgendwelche Verschiebungen von Spielern, die wir auch kennen? Also die ganz großen Transfers werden nicht mehr über die Bühne gehen. Dafür ist auch die Zeit zu knapp. Paul Pogba hat im Endeffekt 3 Monate gedauert, weil man sich auch mit dem Berater nicht über die Kommission einigen konnte. Also ich glaube, das werden eher dann so die Notlösungen sein oder Vereine, die vielleicht jetzt ein paar Mal verloren haben, dann nochmal nachdenken, was zu machen. Es gibt auch eine andere Dynamik in England, die ein bisschen sich unterscheidet von der in der Bundesliga, dass viele Eigentümer von Vereinen auch das Gefühl haben, den Fans was präsentieren zu müssen und dann vielleicht nochmal unter Druck sind, nochmal kurz vor Transferbürde sozusagen als Statement nochmal jemand mitzubringen, was manchmal vielleicht nicht die schlauste Entscheidung ist. Aber man denkt dann immer so ein bisschen noch in Namen und in der Versuch, sozusagen den Verein zu positionieren über große, auch teure Verpflichtungen. Und manchmal geht das so weit, dass man dann sagt, naja, der Verteidiger, der ist zwar gut, aber der kostet nur 3 Millionen, dann nehme ich lieber den für 6. Wo man sich hier vielleicht wundert. Aber man in England das Gefühl hat, dass das besser ankommt in den Medien. Real Madrid ist ja auch mal so ein Verein gewesen, bis eigentlich auf diese Saison immer einen großen Namen präsentieren zu müssen. Das ist mal so die Ansage gewesen von Florentino Perez. Frank, Transfers, Sie arbeiten beim Kicker Sportmagazin, gut informiert. Was kommt noch, wer geht noch, wer kommt? Ja, also ich muss sagen, wenn ich lese, was passiert mit Pulisic, 12 Millionen sind zu wenig für einen Spieler, den in Deutschland vor 3 Monaten, sage ich jetzt mal 4 Monaten, wirklich nur Insider kannten. Wenn ich lese, dass ein Pierre-Emile Højbjerg vom HSV gewollt wird, man überlegt, 6 oder 7 Millionen auszugeben und der geht dann für 15 Millionen nach England. Ich muss sagen, da verschieben sich die Dinge, da hört man auch irgendwann auf, irgendwas ernst zu nehmen, was man auch nur im Ansatz hört und sagt, komm, schieben wir es erstmal weg. Weil die wirklich großen Transfers, hat Rafa eben gesagt, die dauern dann doch schon länger. Und ich glaube, es wird übermorgen noch mal hektisch, aber dann doch eher so in dem kleineren Segment. Herdl, Sie hatten ja schon so eine kleine hektische Phase. So lange sind Sie ja noch nicht auf Schalke. Leroy Sané, 47 Bundesligaspiele hat er bestritten und wechselte jetzt zu Manchester City für 50 Millionen Euro. Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit, wie muss man sich diese Gespräche vorstellen mit Manchester City? Wie sind die so abgelaufen, damit dieser Transfer auch schlussendlich dann geklappt hat? Ja, die laufen nicht viel anders ab als ein Transfer jetzt hier zwischen zwei deutschen Vereinen. Nur die Summen sind jetzt muss ich sagen, aus Schalkes Sicht glücklicherweise andere. Man fängt, das ist auch so ein bisschen vielleicht speziell in England so, man fängt sehr, sehr niedrig an, weil auch die Engländer wissen, dass selbst die niedrigen Summen für deutsche Verhältnisse schon sehr hoch sind. Also das lag dann knapp über 30 Millionen. Und dann muss man schon zum Ausdruck bringen, dass der Spieler für diese Summe nicht wechseln wird, weil wir natürlich auch wissen, wie der Markt in England funktioniert. Man darf das nicht verwechseln mit dem Markt in Deutschland. Das sind für mich zwei komplett unterschiedliche Märkte. Und ich glaube, jeder Bundesliga-Manager, der weiß genau, wenn ein englischer Club am Telefon ist, dann gelten eben andere Preise. Das Problem ist ab und zu, wenn kein englischer Club am Telefon ist, dass wir untereinander dann nicht mehr klar werden, weil wir auch die englischen Preise alle im Kopf haben. Und bei Leroy, ja, wie lange hat es gedauert? Zwei, drei Wochen. Und dann haben wir uns auf eine Summe geeinigt, die für Schalke, muss ich sagen,
die für uns so hoch war, dass wir sagen mussten, wir können einfach nicht mehr anders. Wir haben auch eine wirtschaftliche Verantwortung dem Club gegenüber. Und bei Leroy wusste jeder, dass er im nächsten Jahr eine Ausstiegsklausel hat, die erheblich niedriger war. Und jetzt ging es einfach darum, was bringt uns dieses Jahr? Und bei einer gewissen Summe, ohne dass ich die 50 jetzt so bestätigen möchte, war einfach der Punkt gekommen, wo wir Ja sagen mussten. 50 Millionen Euro, das muss auch erstmal ein Fan, ein normaler Mensch erstmal kapieren, wie viel Geld das ist. Das sind übrigens 2000 Neuwagen eines Automobilherstellers, der oft auf der Straße herumfährt. 2000 davon, dann kommen wir ungefähr auf 50 Millionen Euro. Und wir haben Sie, liebe Zuschauer, auch gefragt in unserem Kicker-Trend, ob der Wechsel von Leroy Sané zu Manchester City eventuell ein bisschen zu früh gekommen ist. Und über 50.000 haben mit abgestimmt. Und wir schauen uns mal das Ergebnis an. Und das ist eine klare Geschichte. Normalerweise sollte es gleich kommen, da ist es schon. Also, ist Leroy Sané Ihrer Meinung nach zu früh nach England gewechselt? 85% sagen, der Wechsel sei zu früh gekommen. Sie haben eben schon gesagt, Herr Heidel, wir wissen ganz genau, wenn wir mit den Engländern sprechen, da ist mehr Geld im Umfluss. Wie kommen aber diese Ablösesummen tatsächlich auch zustande? Also, woran macht man das fest, dass ein Spieler X diesen Marktwert hat und irgendwann auch einen Transferwert hat? Weiß man als Manager oder Sie als Sportvorstand vom FC Schalke 04, der Engländer ruft an, ich kann einfach noch mal ein bisschen mehr draufsatteln, um mehr Geld noch einzunehmen für den Verein? Also erstmal glaube ich, dass jetzt zum Beispiel bei dem Fall Manchester City die neuen TV-Verträge nicht die ganz große Rolle spielen. Also wer Manchester City kennt und weiß, wie dieser Club Eigentümer gesteuert ist, der lacht sich kaputt über die Fernseherträge dort. Und Kevin De Bruyne ist auch zu Manchester City gewechselt, ohne dass der neue TV-Vertrag da ist. In England war schon immer mehr Geld bei diesen großen Clubs. Die haben schon immer mehr Geld investiert. Momentan ist es allerdings so, dass Clubs wie West Bromwich, Crystal Palace, solche Clubs inzwischen Summen aufrufen, von denen wir Deutsche eigentlich nur träumen können. Was ich damit sagen möchte, wir kennen natürlich den englischen Markt, wir beschäftigen uns mit dem Markt und man muss ja bloß mal in die Statistiken schauen, was hat Manchester City zum Beispiel investiert und dann kann man einen Marktwert Leroy Sané schon so ein bisschen taxieren. Aber Fakt ist natürlich, und ich glaube, das kommt auch ein bisschen aus der Umfrage, geht es hervor, mit Leroy Sané kauft man sich in allererster Linie Potenzial. Mhm. Dass der Junge mit 6 oder 47 Bundesligaspielen wahrscheinlich noch jetzt keine 50 Millionen Euro wert ist, ja, dessen sind wir uns alle bewusst. Aber Man City ist sicherlich der Auffassung, das wird er werden und vielleicht noch mehr. Man kauft sich Potenzial und ich glaube, dass Pep Guardiola sich ja schon genau überlegt hat, ob er diesen Spieler möchte, auch zu diesem Preis. Aber Sie waren sich ja auch sicher, dass er dann dieses Potenzial hat, um diesen Wert aufzurufen, letztendlich. Ja, also da muss man natürlich dann schon schauen, was ist ein Marktpreis? Und ich war mir schon darüber im Klaren, dass das wahrscheinlich die Deadline ist, wenn man weiß, dass er im nächsten Jahr fast 20 Millionen Euro weniger gekostet hat. Mhm. Ich hätte gerne, ich sag klar, aus Schalke Sicht auch 60, 70 verlangen können. Aber Fakt ist, wenn er eine Ausstiegsklausel im nächsten Jahr hat, zahlt das keiner. Und wir haben schon gespürt, jetzt ist die Grenze erreicht und dann haben wir den Deal auch perfekt gemacht. Mhm. Raphael, diese Summen, also ich habe immer so das Gefühl, wenn wir über 20 Millionen Euro inzwischen sprechen, das sind so Peanuts geworden mittlerweile. Vor einigen Jahren waren das, das ist immer noch viel, viel Geld. Jetzt sprechen wir bei 50, 60, 70, 80 Millionen plötzlich. Wie kommt das in England an? Also wie sehen auch da die englischen Fans, die ja die Topstars jetzt auch bekommen und zu sehen bekommen, diese Entwicklung? Mit Sorge oder ist man erfreut darüber? Also Man United ist ein gutes Beispiel. Sie haben Paul Pogba gehen lassen für 800.000 Pfund. Und haben ihn dann drei, vier Jahre später für 100 Millionen plus X zurückgekauft. Und normal würde man dann sagen als Fan, ihr seid ja verrückt, was ist das für eine Vereinsführung? Im Gegenteil, die Fans haben sich gefreut, dass der teuerste Spieler jetzt zu Man United zurückkommt. Das wurde inszeniert als die große Rückkehr. Und Man United kann sich natürlich auch leisten, finanziell so einen Unfug in Anführungszeichen anzustellen, weil es sie nicht wirklich juckt. Und wir reden von Wahnsinnssummen, von irrationalen Summen, aber diese Summen sind nicht Wahnsinn, sind nicht irrational. Sie sind eigentlich relativ rational leicht zu erklären. Die Premier League nimmt ungefähr Pi mal Daumen das Doppelte ein. 2,5 kann man vielleicht sagen bei den Fernsehverträgen. Dementsprechend sind die Ausgaben 2,5-fach so groß in den Transfersummen. 1,1 hatten Sie vorher gesagt, die Bundesliga im Moment bei 500 Millionen. Das heißt, das bleibt so mehr oder weniger im Verhältnis. Und auch wenn man sich es historisch anschaut, Alan Shearer
war in den 90er Jahren der teuerste Spieler der Welt für eine Zeit lang. Der hat damals 15 Millionen gekostet, 15 Millionen Pfund. Das war ungefähr 20% von dem Gesamtumsatz des Vereins. Und heute ist Paul Pogba mit seinen 100 Millionen auch ein Fünftel von dem, was der Verein umsetzt. Das heißt, das hört sich wahnsinnig an, aber nur, weil die Werte und weil der Wert des Fußballs als Ganzen und die Einnahmen einfach immer weiter steigen. Und wenn man sich anschaut, wo das Geld erzielt wird und welche Länder vielleicht noch in den nächsten Jahren dazukommen, Stichwort China-Investoren, glaube ich, sind wir erst am Anfang. Und in 3-4 Jahren sitzen wir hier und reden von Spielern, die 200, vielleicht auch 300 Millionen Euro kosten werden. Wir wollen uns mal die Transferausgaben anschauen. Wir haben uns die Premier League rausgepickt, logischerweise ganz weit vorne, 1,15 Milliarden. Bisher neue Spieler investiert, die Bundesliga, Raphael hat es gerade gesagt, circa die Hälfte. Ich glaube auf Rang 6 oder 7 sogar die zweite englische Liga, die Championship, die ist auch noch ganz vorne mit dabei. Thomas, ich bleibe dabei, für mich sind das irrationale Summen, auch wenn sie möglicherweise rational erklärbar sind. Aber für den Fan draußen weiß ich nicht, ob es tatsächlich rational dann auch wird. Wie geht man so als Spieler damit um? Also du weißt, 50 Millionen wird für dich bezahlt, 105 oder 110, Gonzalo Higuaín über 90 Millionen. Das ist doch schon eine Bürde als Spieler, oder? Ich würde sagen, es gibt oder schiebst du es weg? Es gibt zwei Typen von Spielern, die einen denken, genau das bin ich wert. Endlich bezahlt mir jemand das Geld, was ich auch leiste. Dann hast du ein ausgeprägtes Selbstverständnis. Und es mangelt ja auch nicht am Selbstbewusstsein einiger Spieler. Und das ist ja auch ganz gut, wenn die damit umgehen können. Nur, es gibt auch Spieler, die dann plötzlich diesen Druck empfinden. Die sagen, Mensch, jemand hat 30 Millionen für mich bezahlt. Jetzt muss ich auch so spielen. Und das kann eine Belastung sein. Das sollte jetzt auch keine Anspielung sein. Für mich hat man nie so viel bezahlt. Deswegen kann ich es nicht ganz gut beschreiben, aber diese zwei Typen habe ich dann schon ausgemacht. Und die Spieler freuen sich in erster Linie, wenn sie sehen, dass die Bundesliga einen neuen Vertrag abschließt und noch mehr Geld bekommen. Nur, es freut sich noch eine Gruppe von Menschen sehr, und das sind die Berater, die in dem ganzen Spiel auch eine große Rolle spielen und die leider Spielern dann auch einen falschen Tipp geben. Und deswegen ist der Weg nach England nicht mehr so weit, weil die Vereine bezahlen viel, bleibt auch mehr für Berater hängen. Und das ist schon sehr, sehr schade, dass Spieler dann oft falsch beraten sind und dann den Weg wieder zurückgehen. Baba ist jetzt so ein Fall, kommt wieder nach Deutschland, weil er es bei Chelsea nicht geschafft hat. Und das werden wir vielleicht auch noch häufiger erleben. Ist die Frage, ob der Fußball sich da nicht so eine eigene Inflation schafft. Du hast heute immer mehr Geld, aber es wird immer weniger wert. Man kann damit gute Sachen machen, wie zum Beispiel in Köln passiert. Die verkaufen den Yannick Gerhard für 14 Millionen Euro, ist der teuerste Transfer in der Geschichte des 1. FC Köln. Schauen sich um und sehen, hupp, so viel kannst du gar nicht damit anstellen, weil alle anderen auch teurer geworden sind. Nehmen sich den Hector-Vertrag, nehmen sich den Vertrag von Bittencourt, verlängern diese Verträge, nehmen die Klauseln raus. Leverkusen hat es jetzt mit Bellarabi ähnlich gemacht. Ich denke, dass irgendwie eine Inflation im Fußballgeschäft sich Bahn bricht, die nicht mehr gesund sein kann. Ich glaube, aus diesen 85% von eben, da spricht doch ein bisschen Furcht der Fans raus, das Potenzial, das die sehen, geht uns, der Bundesliga, den Fans, verloren. Dieses ständige Wachstum in England, das muss in Deutschland nicht mitwachsen, weil der Markt bei uns ein ganz anderer ist. Der Fernsehmarkt ist ein ganz anderer, die Fußballkultur ist eine ganz andere. In England wurde das Publikum quasi ausgetauscht in den letzten 20 Jahren. Da ist heute teilweise eine Stimmung im Stadion, da denkst du, du sitzt im Kölner Dom während des Hochamt. Wobei im Kölner Dom auch Stimmung sein kann. Das ist am vergangenen Samstag belegt worden wieder mal. Aber das Gute ist natürlich, dass die Bundesliga sozusagen als Exportland von dieser Inflation sehr profitieren kann. Wenn man für jugendliche Spieler, die wirklich nur Potenzial haben, solche Summen erzielt und die selber ausbildet, auch in einer Art von Quantität, wo man es dann auch vielleicht verschmerzen kann, mal den einen oder anderen abzugeben, wird man einer der Gewinner dieser Entwicklung. Aber das ist halt die Frage, wir sind eine Exportnation, aber wollen wir es auch im Fußball sein? Weil es kann dann, glaube ich, nicht, das ist unser Selbstverständnis, wir sind Weltmeister, wir sind eine große Fußballnation, wir wollen am Ende nicht eine Ausbildungsnation für England sein. Ich glaube schon, dass wir dieses Selbstbewusstsein haben müssen. Wir sagen, wie gesagt, Geld investieren, Infrastruktur, junge Spieler, die auch bleiben. Und eingangs war das ja auch das Statement zu sagen, wir wollen keinen Ausverkauf der Jugendspieler ins Ausland, sondern wir wollen, dass sie da bleibt, weil dann auch die Identifikation mit der Nationalmannschaft viel höher ist. Wenn wir 20 Nationalspieler haben, die bei der EM auftauchen und davon spielen 18 im Ausland, dann glaube ich, ist das der Zuspruch in Deutschland nicht mehr ganz so groß. Aber dramatisieren wir das nicht? Also ich habe vorhin mal geschaut, was mich wirklich mal interessiert hat. Wie viele Spieler sind eigentlich nach England gewechselt?
Ich bin auf 11 gekommen. 11 Spieler aus der Bundesliga. Ich habe ab und zu den Eindruck, man glaubt, der Ausverkauf ist passiert. Und davon haben sind vier große Transfers sind passiert. Mit Mkhitaryan, mit Gündogan, mit Sané. Und einer fehlt noch. Loris? Karius, aber der ist nicht der größte Transfer. Aber ich glaube, vier Transfers haben 150 oder knapp 160 Millionen ausgemacht. Ansonsten gab es noch ein paar kleinere Transfers, die wären auch in Deutschland möglich gewesen. Und ab und zu habe ich den Eindruck, wir haben nächste Woche nicht mehr genügend Spieler im Stadion. Also wenn 11 Spieler aus der Bundesliga wechseln, es sind auch 6 Stück aus England nach Deutschland gewechselt. Und wenn jetzt Sohn von Tottenham noch nach Wolfsburg wechselt, ja, dann gibt es auch einen Wechsel in der anderen Richtung. Also ich finde, das wird zu dramatisiert. In der Premier League spielen 20 Mannschaften und die dürften normalerweise auch nur 14 Spieler am Wochenende einsetzen. Soll denn halb Deutschland nach England wechseln auf einmal? Also mein Ansatz ist einfach, wenn 2, 3, 4 große Transfers passieren, okay, weil dieses Geld kommt in den deutschen Kreislauf und wir müssen darauf achten, dass es möglichst im deutschen Kreislauf bleibt. Aber momentan, die Franzosen werden fast das Gleiche bei uns sagen. Ich glaube, es sind fast 10 Topspieler aus Frankreich nach Deutschland gewechselt. Also das ist ein Kreislauf. Aber jetzt da die Panik zu machen, dass jeder deutsche Nationalspieler auf einmal in England spielt, wie viel spielen denn dort? Aber ich möchte nicht sehen, was passiert, wenn mal keine deutsche Mannschaft im Halbfinale der Champions League oder Europa League ist. Wenn dann plötzlich 3 englische Mannschaften wieder im Halbfinale der Champions League auftauchen, dann heißt, haben wir es doch immer gesagt, die Engländer. Jetzt haben sie endlich das viele Geld. Schon lange sinnvoll. Her. Genau, die das lange her. Mehr Geld wie wir. Aber wir haben immer die Sorge, das passiert jetzt wieder im neuen Jahr. Jetzt der neue Fernsehvertrag ist in Kraft getreten. Was, wenn jetzt diese Clubs dann in dieser Saison oder in der nächsten Saison plötzlich wieder 3 davon im Halbfinale auftauchen? Also jetzt ist es passiert und jetzt können wir so die Lücke nicht verschließen. 11 klingt also, wenig, sind aber wahrscheinlich 7 mehr als vor einem Jahr. Jo. Ich weiß nicht, wie viel. Also ich habe da jetzt. Es könnten ja eventuell noch einige Folgen in den kommenden Jahren, logischerweise. Es gibt ja berechtigte Sorge auch von den Fans. Und es gibt ja auch inzwischen auch Trainer. Thomas Tuchel zum Beispiel hat sich ja auch zu den Transferrekorden geäußert. Er sagt ja zum Beispiel, der Markt ist verrückt. Da ist kein Bezug mehr zu den Leuten, die ins Stadion kommen. Wir müssen aufpassen, dass wir die Menschen nicht verlieren. Jürgen Klopp geht so in die ähnliche Richtung. Wenn das Fußball ist, heutzutage hört er auf. Wie glaubwürdig sind solche Aussagen? Das hat man schon in den 60er und 70er Jahren auch gesagt. Aber wie glaubwürdig ist das? Ich meine, Borussia Dortmund hat ja auch durchaus investiert. Auch nicht zu knapp. Mit 110 Millionen Euro. Umgesetzt mehr als jeder andere. Man hört jetzt so einen Satz von Thomas Tuchel. Wie glaubwürdig ist sowas? Dass der Bezug gehalten werden muss. Ich kenne ihn ja. Ich glaube schon, dass das auch seine Auffassung ist. Natürlich kann es einem schwindlig werden, weil wir reden dann über 50, 60 Millionen im Endeffekt für einen Menschen. Ja, wir reden ja nicht über ein Grundstück oder über ein Hochhaus. Wir reden über einen Menschen, der wechselt, der dann 4 Jahre für dieses Geld dort Fußball spielt. Und dass das irgendwie auch beängstigend wirkt, das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube auch, dass Thomas das genau so meint. Aber es ist ein Markt. Und dieser Markt, das muss man ja auch sagen, der funktioniert. Er funktioniert jetzt mit 2-0 mehr, als das in den 90er Jahren der Fall war. Das ist genau der gleiche Markt. Aber wie lange glauben Sie, dass der Markt noch so funktioniert? Weil viele sagen, der Markt ist eh schon überhitzt. Viele machen sich Sorgen. Ja, also bislang habe ich nicht davon gehört, dass irgendeiner abmelden muss, weil er sich verschuldet hat. Also es geht ja eher darum, dass die englischen Clubs natürlich Inhaber gesteuert sind, dort ganz andere Möglichkeiten sind. In Deutschland läuft es ganz anders, aber wir sind durch das Lizenzierungsverfahren eigentlich alle gesichert. Also es wird kein deutscher Verein, das kann ich mir nicht vorstellen, über seine Verhältnisse leben, weil er jetzt teure Transfers macht. Und fast alle Clubs haben doch dann eine ausgeglichene Transferbilanz. Ja, wir verkaufen teuer. Ja, und wir kaufen dann auch teuer ein. Aber im Endeffekt muss es ein Nullsummenspiel sein. Das ist die große Aufgabe, die deutschen Clubs haben. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich einen Spieler abgeben möchte und jetzt hat ein deutscher Club Interesse, ja, dann gucke ich schon mal aufs Display, ob da die englische Vorwahl ist, weil ich dann für meinen Club ein besseres Ergebnis erziele. Also 0044, richtig? Ja, genau. Mhm. Aber ich möchte das mal konkretisieren, auch die Aussage von Thomas Tuchel. Wie behält man denn den Bezug zum Fan? Ich weiß, in England zum Beispiel wurden Ticketpreise erhöht, jetzt hat man so eine kleine Bremse reingehauen. Dass man eben diesen Fan, der auch viel Geld bezahlt, im Übrigen auch für den Verein, nicht verliert.
Also ich finde, das ist, ich glaube ihm das auch, Thomas Tuchel, das, was er da gesagt hat. Nur, wenn Hans-Joachim Watzke zu ihm sagt, ich habe hier einen überragenden Spieler und ich bezahle auch 50 Millionen für den, dann möchte ich sehen, ob Thomas Tuchel sagt, nee, lieber nicht, weil sonst verlieren wir unsere Fans. Mhm. Also er wird auch gezwungen sein, dann immer die beste Mannschaft zu haben, weil er erfolgreich sein will, weil er Bayern München jagen will und auch international erfolgreich sein will. Aber es ist schön, dass jemand wie er, der so angesehen ist, auch warnt. Und in England hatten wir das Beispiel, dass die Investoren übertrieben haben, dass sie die Ticketpreise erhoben haben und dann Gott sei Dank auch mal die Fans in Liverpool aufgestanden sind. Mein Eindruck war, dass oft die Fans in England quasi sich, dass sie aufgegeben haben, dass sie gesagt haben, hoffentlich kriegen wir einen besseren Investoren als unser Nachbarverein oder unser größter Konkurrent. Aber eigentlich diese kritische Meinung ist in England so, so wenig verbreitet und in Deutschland ist meines Erachtens diese Kultur immer noch da. Es gibt sehr viel Widerstand bei den Fans und ich halte es auch nach wie vor für gut. Ich denke mal, aber was du eben gesagt hast, lass Deutschland dann mal oder die Bundesliga dann mal 3-4 Mal nicht im Halbfinale der Champions League vertreten, denn dann werden sich Gedanken bahnbrechen, die wir uns heute eigentlich noch nicht vorstellen wollen. Dann werden Spieltage weiter aufgesplittet, um mehr Geld zu generieren, um sich anzugleichen in den Verträgen und in den Erträgen. Und dann, denke ich, wird der deutsche Fußball sich komplett verändern. So wie wir ihn heute kennen, was du eben gesagt hast, 3-4 Jahren sitzen wir hier und reden über ganz andere Dinge. Und das ist die Gefahr, die ich heute sehe. Aber Christian Heil hat es ja eben auch gesagt, vielleicht dramatisieren wir auch. Jürgen Klopp hat eben ja gesagt, wenn das Fußball ist, was jetzt gerade so passiert, höre ich auf. Das wird dann Liverpool ja auch ein bisschen investiert. Also das heißt, müsste Jürgen Klopp jetzt aufhören? Das glaube ich weniger. Also der profitiert ja auch von diesem ganzen Markt. Aber ich will noch eines sagen. Also aber warum dann, das verstehe ich immer nicht, das sind Profitrainer, die natürlich auch vom Markt profitieren. Sie wollen gute Spieler holen für ihren Kader, um sportlichen Erfolg zu haben. Ich hoffe ja immer noch, dass der sportliche Erfolg dann doch Priorität hat, vor allem anderen erstmal, dass die Mannschaft funktioniert. Auch Arsene Wenger hat gesagt, wir gehen nicht jeden Preis mit. Der Spieler ist uns wichtig, dass die Mannschaft auch funktioniert. Aber warum kommen denn dann solche Sätze? Warum sind das Sätze, die schon für eine Alarmfunktion sorgen? Also ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang er das gesagt hat. Ich weiß nur, dass, glaube ich, Liverpool Benteke für 42 Millionen verkauft hat, ein Spieler des FC Liverpool. Also Liverpool macht in diesem Markt ganz genauso mit wie alle anderen Clubs auch. Aber was mir wichtig ist, ich glaube, dass die hohen Transfererträge genau dazu führen können, dass in Deutschland die Eintrittspreise zum Beispiel nicht auf das englische Niveau steigen, weil wir eben auch andere Einnahmenquellen haben. Ich kann diesen Zusammenhang, dass in England mehr Geld ist, dass deswegen die Eintrittspreise erhöht wurden, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich glaube, in England hat es ganz andere Ursachen, warum dieses typische Fußballpublikum von früher nicht mehr da ist, warum die Eintrittspreise erhöht wurden. Aber eigentlich, wenn man hohe Einnahmen hat und die deutschen Clubs haben immer mehr hohe Transfereinnahmen, hat man doch Möglichkeiten, eben die Eintrittspreise auf einem normalen Niveau. Und Deutschland hat das niedrigste Eintrittskartenniveau von allen großen Ligen in Europa, dass wir das beibehalten. Unsere Stadien sinnvoll, wir haben eine tolle Atmosphäre. Und ich kann nur recht geben, also die Atmosphäre in englischen Stadien, die da immer so großartig gelobt wird, also außer und bei Eckballen und bei Einwürfen, ist da nicht mehr viel los. Also ich glaube, man kann das überhaupt nicht vergleichen. Die deutschen Stadien, da ist Fußballatmosphäre da und das müssen wir uns alle beibehalten. Das ist überhaupt gar keine Frage. Trotzdem bleiben ja erstmal die Summen im Raum stehen. Wir haben erwähnt 50 Millionen, auch wenn Christian Heidel die Summe jetzt nicht komplett unterschrieben hat. Aber sagen wir mal so roundabout für Leroy Sané. Damit wäre er der teuerste Deutsche, der aus der Fußball-Bundesliga gewechselt ist. 105 für Pogba, etwas mehr als 90 Millionen Euro für Gonzalo Higuain. Wir wollen uns trotzdem noch mal fragen, droht uns vielleicht irgendwann der Ausverkauf in der Fußball-Bundesliga? Geht die Schere reich-arm noch weiter auseinander? Darüber gleich mehr hier bei Kicker TV, der Talk. Zurück zu Kicker TV, der Talk hier bei Eurosport 1. Tja, leben wir möglicherweise in zwei Welten, im Weltfußball. Auf der einen Seite England und auf der anderen Seite der Rest. Droht der Fußball-Bundesliga vielleicht der Ausverkauf von Stars, von morgigen Stars?
Das ist eine spannende Frage, die sich möglicherweise jetzt erst in diesem Moment nicht beantworten lässt, aber vielleicht in naher Zukunft. David Beyer. Aus Königsblau wird Sky Blue, aus dem Ruhrpott eine echte City. 50 Millionen Euro Ablöse zahlt Manchester City für Leroy Sané, für einen Star, der noch gar kein richtiger ist. Was den englischen Markt angeht, da müssen wir schon uns darauf vorbereiten. Wenn man weiß, dass der FC Bournemouth als Aufsteiger letztes Jahr mit einem Stadion mit 11.000 Fassungsvermögen, mit dem man in Deutschland nicht mal eine Lizenz in der zweiten Liga kriegen würde mit so einem Fassungsvermögen, letzte Saison schon einen Stürmer für 18 Millionen verpflichtet hat, dann wissen wir, was die Uhr geschlagen hat. Die großen, teuren, guten der Welt wechseln seit jeher auf die Insel. Jetzt aber auch noch die Talente, eine Branche im Geldrausch. Die Premier League zahlt astronomische Gehälter, saugt Qualität, lockt Stars und die, die es vielleicht mal werden könnten. Besonders die Clubs aus Manchester spielen scheinbar ganz ohne Limit. Und die Bundesliga verkommt irgendwie zum Ausbildungslager, auch was die Trainer angeht. Pep Guardiola, einst das Beste, was Bayern passieren konnte, jetzt Hoffnungsträger der titellosen Citizens. Er soll Manchester City zu den ganz großen Erfolgen führen und geht dafür erstmal richtig shoppen. Natürlich in der Bundesliga. Und die verliert mehr und mehr an Qualität. Eine Liga bald ohne Stars? Irgendwie mag man sich das nicht vorstellen. Dann gehen wir noch einfach mal wieder zurück in die Runde. Heidel, haben Sie eben gerade mit dem Kopf geschüttelt, als Ralf Rangnick zu hören war? Aber nicht wegen Ralf Rangnick, jetzt, um Gottes Willen. Wegen der Aussage. Nein, ich habe gerade nur vorhin mitbekommen, dass man eines der größten englischen Talente von Nottingham Forest für 12 Millionen gekauft hat. Ich glaube, der war auch erst 19. Also das ist ja, es geht in beide Richtungen. Links andeuten, rechts vorbei. Ja, also ich finde, ist nicht richtig, dass wir jetzt alle auf die Engländer nur schimpfen, weil die, wie ich das vorhin schon ausgeführt habe, die große Masse, darum geht es noch nicht. Dass wir ein bisschen Obacht geben müssen, ist völlig klar, aber auch in Deutschland ist mehr Geld da, sonst könnte ja zum Beispiel Rasenball Leipzig nicht das eines der größten englischen Talente jetzt rüberholen. Warum wechselt er nicht von Nottingham zu Manchester City oder Manchester United? Also auch die andere Richtung ist machbar. Aber was heißt das denn für andere Vereine, die gerade auch in der Fußball-Bundesliga aktiv sind? Sie waren lange Jahre beim FSV Mainz 05. Bedeutet ja auch gute Scouting-Abteilung, weil wenn man einen Stammspieler verliert, den man auch vielleicht mit aufgebaut hat, für viel Geld auch verkauft, ist wirtschaftlich eine super Geschichte. Trotzdem ist ja der Anspruch da, sportlich sich weiterzuentwickeln oder sportlich erstmal da zu bleiben, wo man war. Wie schwierig ist das denn dann auch für kleinere Vereine, sich wieder neu aufzustellen? Geld schön und gut, aber 1:1 ersetzbar ist da so ein Spieler manchmal auch gar nicht. Aber ich glaube, für die kleineren Vereine in Deutschland ist es überhaupt kein Problem. Also ich komme jetzt von einem kleineren Verein und habe vor einem Jahr Shinji Okazaki fast 30 für 10 Millionen zu Leicester City verkauft. Der Markt für Shinji Okazaki in Deutschland war vielleicht 3 oder 4 Millionen. Der wäre auch in Deutschland gewechselt. Und der Verein Mainz 05 hätte anstatt 10 Millionen 3 oder 4 Millionen Euro bekommen. So hat Mainz 05 10 Millionen bekommen und investiert wieder. Natürlich in günstigere, in junge Spieler, die man ausbilden muss. Dann geht eben wieder einer. Aber ich glaube nicht, dass der englische Markt jetzt für kleinere Clubs in Deutschland eine Katastrophe ist. Weil die kleineren Clubs profitieren alle von hohen Transfereinnahmen. Wir reden immer nur so über die ganz großen Transfers, aber es haben auch eine Reihe von Clubs nach England verkauft. Kleinere Clubs für Summen, die in Deutschland nicht machbar gewesen wären. Aber Thomas Hitzesberger, Sie haben es ja eben schon angesprochen. Trotzdem sollten wir aufpassen, nicht, dass die Fußball-Bundesliga zu einer Ausbildungsliga irgendwann in Anführungsstrichen verkommt. Haben Sie diese Befürchtung, dass auch gerade so die morgigen Stars, Leroy Sané, der ohne Zweifel Qualität hat, Potenzial hat, wirklich ein richtig großartiger Fußballer zu werden, er muss dann einfach noch erwachsen werden letztendlich, dass die dem Ruf des Geldes einfach nicht widerstehen können? Es wird immer Spieler geben, die sich so motivieren mit Geld. Das ist deren Anreiz, dann wird man sich schwer aufhalten können. Ich glaube nur, dass die vermeintlich kleinen Clubs, Mainz 05, Augsburg, vielleicht auch Ingolstadt, die haben vorgemacht,
was man tun kann mit weniger Geld, wie man die Großen, die Traditionsclubs damals Großen, wie man an denen vorbeiziehen kann, wenn man einfach gutes Scouting hat, wenn man eine gute Infrastruktur aufbaut, gute Trainer ausbildet, dann kann man an denen vorbeiziehen. Und genau dasselbe Prinzip gilt jetzt auch für die großen deutschen Clubs im Vergleich zu England. Wenn wir uns wieder auf unsere Stärken besinnen und sagen, wir haben hier einen Jungen, vielleicht aus der Region, im Idealfall, und dem zeigen wir, warum der Club der Beste für den Jungen ist, im Idealfall natürlich bis zum Karriereende, ist in der heutigen Zeit ein bisschen naiv, das zu glauben. Aber trotzdem, wir sagen ihm, es ist besser, hier zu bleiben, als zu Crystal Palace zu gehen, als zu Bournemouth oder sonstiges. Und da sind die Clubs gefordert, die Stärken wieder rauszuarbeiten und sagen, hey, hier hast du viel mehr, hast eine persönliche Betreuung, dort hast du nur Geld. Aufgabe der Clubs, sicher. Aufgabe auch der Berater, nehme ich an, oder, Raphael? Ein guter Berater wird sich dreimal überlegen, ob man schon mit 19, 20, 21 zu einem absoluten Weltklasse-Club gehen soll, wo man vielleicht nicht regelmäßig spielt. Dann aber sich damit tröstet, dass die Bezüge so sind, dass man da vielleicht das verkraften kann. Das ist immer eine Abwägungssache. Na klar, der FC Bayern ist einer der wenigen Vereine, Dortmund auch so ein bisschen, die Schalke versucht, die in der Lage sind, mit Leuten aus dem eigenen Anbau sozusagen, aus dem eigenen Nachwuchs in der Kombination mit eingekauften Leuten Erfolg zu haben. Das ist im Endeffekt die Idealkombination. Wenn man sowas wie eine Kultur hat in einem Verein, die durch diese Leute auch weitergetragen wird, auch an Spieler weitergegeben kann. In England hat man das in dem Sinne nicht. Es gibt wenig englische Spitzenspieler, die überhaupt noch bei englischen Spitzenclubs spielen, weil da schon eine Kategorie höher eingekauft wird. Und man muss das sozusagen ausgleichen, indem man noch mehr Geld in die Hand nimmt, weil man kein richtiges Fundament hat, wo Leute nachkommen. Es ist schwieriger, wenn man sogar dann den zweiten linken Verteidiger einkaufen muss, weil der aus dem eigenen Nachwuchs nicht gut genug ist. Und das ist der große Vorteil der Bundesliga. Sie kann sich darauf konzentrieren, dann eben punktuell Leute einzukaufen, die auch mittlerweile schon sehr, sehr viel Geld kosten. Und viele Vereine, gerade im Segment Schalke, aber ich denke auch in Leverkusen und Gladbach, haben gezeigt, wie viel man eigentlich machen kann, wenn man diese Kombination einigermaßen gut hinkommt mit eigenen Leuten und eingekauften Leuten. Und das Problem mit der Premier League ist meiner Meinung nach wirklich überschaubar, weil es wird nie die Situation kommen, wo ich als Nationalspieler sage, ich gehe zum Abstiegskandidaten Bournemouth oder ich gehe zu Crystal Palace. Das wird nicht passieren. Es wird vielleicht ausländische Spieler aus der Bundesliga, die vielleicht nicht so an der Bundesliga hängen oder die vielleicht auch ein bisschen kurzfristiger denken, die werden diesen Move machen, aber der gut beratene, clevere deutsche Nationalspieler wird nicht für das Geld auf die Champions League verzichten und oder von einem Europa-League-Verein wie Schalke zu einem Mittelklasse-Verein nach England wechseln. Nichtsdestotrotz bleibt ja die Premier League, also sie hat eine Anziehungskraft, ist ja gar keine Frage. Wir wollen uns mal das EM-Finale anschauen, Frankreich gegen Portugal. Und da haben wir, schauen wir uns nicht an, weil ich habe nur die Zahlen hier auf dem Blatt stehen, 13 Premier League-Spieler standen im Finale der Europameisterschaft in Frankreich, nur 2 Spieler aus der Bundesliga. Ist das jetzt ein Vergleich, der einfach mal so gezogen wird? Hat das irgendeine Aussage? Es gibt vielleicht noch eine andere Aussage. England war ja nicht dabei im Finale. Ja, klar. Hat man lange keinen Titel gewonnen. Es gibt vielleicht noch eine andere Aussage, dass 3 der jüngsten Spieler der Halbfinalisten beim FC Bayern München unter Vertrag stehen. Coman, Sanchez und Kimmich. Und das ist sicherlich ein deutlicher Hinweis darauf, dass beim FC Bayern immer noch ein bisschen intelligenter gearbeitet wird als in der Premier League. Weil ich glaube, dass ein Sanchez nach der Euro für deutlich mehr als 38 Millionen Euro über den Kanal gewechselt wird. Da bin ich ziemlich sicher. Der ist aber fix beim FC Bayern für eben diese Summe, die manchem hoch erschien. Heute wissen wir, dass sie kein Spottpreis war, aber nicht zu hoch. War der teuerste Transfer des FC Bayern datiert immer noch aus dem Jahr 2012 mit Javi Martinez, glaube ich, 40 Millionen Euro. Das ist 4 Jahre her. Und ich denke, dass das der Weg auch eines Spitzenvereins in der Bundesliga sein muss, solange wir
Dinge hier so sind, wie sie sind, mit 50 plus 1 etc., Fernsehgeldverteilung, dass der FC Bayern halt besser schauen muss als die, die halt die dicke Kohle haben und sie raushauen in dem Moment, wo der Junge frei ist. Aber kleinere Vereine müssen ja noch besser schauen als der FC Bayern, der an sich ja als Verein ja schon eine Anziehungskraft hatte. Er gehört zu den besten Vereinen in Europa. Und so entwickelt, ja, genau. Und so geht es weiter runter und runter. Und jeder muss halt sehen, dass er in diesem Bereich, in diesem Scouting-Bereich, absolut top ist und breit aufgestellt ist. Heidel, wie können sich Vereine schützen? Also vor möglichen, in Anführungsstrichen, englischen Angriffen, wenn. Es gibt in Spanien laut Gesetz ja auch festgeschriebene Ablösesummen, manche auch scheinbar fiktiv, wie Cristiano Ronaldo. 1 Milliarde soll im Vertrag drin stehen als festgeschriebene Ablösesumme. Also wie können sich Vereine schützen, vielleicht sogar auch kleinere Vereine? Aber ich glaube, das ist der springende Punkt ja auch. Und da ist die Sorge der Fans möglicherweise auch am größten. Nicht beim FC Bayern und nicht bei Borussia Dortmund, weil sie eben noch die wirtschaftliche Kraft ja haben, Spieler zu verpflichten. Aber kleineren Vereinen, wie können sie sich davor schützen? Oder ist dann einfach der wirtschaftliche Gedanke zu groß? Ich weiß nicht, ob die geschützt werden müssen. Die schützen sich schon selbst. Es wird ja niemand gezwungen, einen Spieler abzugeben, außer es steht im Vertrag drin. Mhm. Dann ist es im Endeffekt egal, ob er nach England oder nach Deutschland wechselt. Aber von den vermeintlich kleinen Vereinen wechseln ja jetzt ganz, ganz selten die Spieler für 30, 40, 50 Millionen zu den Top-Vereinen in England. Und wenn jetzt ein Wechsel ansteht, zum Beispiel, keine Ahnung, nach Sheffield oder West Bromwich, also ich würde einem schon mal empfehlen, wenn ich jetzt zu Sheffield wechsle, fahr mal das Wochenende dahin, schau dir mal das Städtchen so an. Du verdienst viel Geld und dann kannst du es ausgeben für Pfeile werfen am Nachmittag. Also es geht ja auch noch ein bisschen um Wohlfühlen. Dieses Geld ist das eine und das kommt das zweite. Schauen Sie sich mal die Bänke und die Tribünen dieser Clubs an, wo die Spieler sitzen. Also ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht mehr zusammenzählen, wie viele Spieler ich von Aston Villa, Crystal Palace, West Bromwich, Albion, Sunderland angeboten bekommen habe, dann schaue ich mal, ach, der hat die nur 14 Millionen gekostet. Und dann schaue ich bei Einsätze, der hat 3-mal gespielt. Die halten die Tribüne warm. Aber das Problem ist, die halten sie noch ein Jahr warm, denn außerhalb der Insel kann man diese Gehälter nicht bezahlen. Und irgendwann werden die Engländer so viel Geld für Abfindungen aufbringen, die bringen das Geld schon unter die Leute. Da entsteht eine Blase momentan in England. Da aber so viel Geld da ist, wird die noch nicht platzen. Aber schauen Sie sich mal die Kader der englischen Clubs an, was da alles ausgeliehen wird. Und kein Spieler, der von einem englischen Mittelklasse-Club nach Deutschland, in die Schweiz, nach Österreich, keine Ahnung, wohin wechselt, bezahlt der aufnehmende Club 100% des Gehalts. Sie bekommen Angebote gemacht, wir übernehmen die Hälfte des Gehalts, sie bekommen Angebote, sie zahlen eine Summe einfach, das ist Gehalt inklusive. Sie werden ihre Spieler nicht mehr los. Und das muss man den jungen deutschen Spielern und den Spielern von Mittelklasse-Clubs, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, nicht despektierlich gemeint, sagen. Schaut es euch erst mal dort an. Mhm. Ganz so nett ist es auf der Tribüne jedes Wochenende nicht. Und da sitzen sehr, sehr viele Spieler. Kann auch Bastian Schweinsteiger ein Lied davon singen, übrigens. Das stimmt. Sie haben die ganze Zeit im Kopf genickt. Also Christian Heidel kennt sich gut aus, ne? Auch in englischen Verhältnissen. Naja, also wenn er sich nicht gut auskennen würde, dann wäre wahrscheinlich der falsche Mann am Platz. Kurze Zwischenfrage, hat das Handy schon vibriert? Oder? Nee. Ist ruhig irgendwie. Ja, ist ruhig. Nein. Obwohl wir im Endspurt sind. Kann ein gutes Zeichen sein. Gutes Zeichen. Vielleicht sind die Verträge doch schon unter Dach und Fach mit Konoplyanka, Caligiuri und Gnabry, wer weiß. Ich möchte trotzdem noch mal zurückkommen, kleinere Vereine, größere Vereine, Sie haben es ja auch gerade schon angesprochen, weil möglicherweise kein Spieler von einem kleineren Verein für 30, 40, 50 Millionen ins Ausland wechselt, wie zum Beispiel in die Premier League. Geht die Schere nicht dann doch weiter auseinander, weil von großen Clubs, der FC Schalke hat es jetzt vorgemacht mit Leroy Sané, einfach mehr Geld einnimmt als dann kleinere Vereine? Also die Kluft zwischen Arm und Reich? Ja, aber das ist kein großes Geheimnis. Das wird auch so weitergehen. Also jetzt auch bei der Fernsehgeldverteilung. Und das geht nach einem Leistungsprinzip, werden die großen Clubs, die erfolgreichen Clubs mehr Geld generieren als die kleinen Clubs. Die Schere wird weiter auseinandergehen. Und trotzdem gelingt es den kleinen Clubs immer wieder mal die großen zu ärgern. Und wenn man sich die Tabellen der letzten Jahre anschaut in der Bundesliga, da ist mal Augsburg reingerutscht, da ist Mainz zweimal reingerutscht, da ist Hertha BSC Berlin, was jetzt kein kleiner Club ist, aber nicht in diesem Feld dieser ganz großen zu Hause ist, immer wieder passiert so etwas. Also Geld garantiert keine Tore, es erhöht die Wahrscheinlichkeit, wenn man es gut macht, natürlich dramatisch, aber es werden immer wieder kleinere Clubs dazwischen stoßen. Mhm. Ja, und vor allem, Thomas hat es gerade vorher mal erwähnt, das Beispiel Baba, der hat 30 Millionen Euro gekostet.
Das entspricht ungefähr dem Jahresbudget von Augsburg, plus minus für den ganzen Kader. Da habe ich mich dann nicht gewundert, dass Steffen Reuter ihn persönlich ins Flugzeug noch gebracht hat, damit er auch wirklich ankommt. Das ist ja ein Glücksfall für Augsburg, dass es für so einen Mann so einen Markt gibt. Und kann wieder Spielpraxis sammeln und hat ja auch durchaus Qualität. Sie haben TV-Rechte angesprochen und es gibt ja auch Zahlen, die das belegen, wie die Kluft so ist, auch gerade zwischen England und der Fußball-Bundesliga. Der deutsche Meister Bayern München hat aus den TV-Erlösen 40,4 Millionen Euro generiert. Aston Villa, übrigens abgestiegen aus der Premier League, als 20. hat 87,5 Millionen Euro bekommen. Und zum Vergleich, Schalke 04, wollen wir nicht vergessen, wurde Tabellenfünfter, genauso wie Manchester United in der vergangenen Saison. Auch da die Zahlen, Schalke 37 und ein bisschen Millionen, Manchester United 127. Das unterstreicht nochmal die Kluft? Ja, es geht um einen Ex-Club, Aston Villa, ich muss da jetzt mal einspringen. Also, die haben Schade, Traditionsverein in England, lange Jahre in der Premier League weil gewesen. Weil sie nicht sich mit deutschen Mannschaften vergleichen, sondern sie vergleichen sich mit 19 Erstliga-Clubs, jetzt mit 23 Zweitliga-Clubs, die ähnlich viel bekommen aus dem TV-Topf. Und da haben sie den Kürzeren gezogen. Und deswegen werden sie auch Probleme haben, sehr gute deutsche Spieler aus der Bundesliga in die zweite englische Liga zu locken. Und das finde ich noch ermutigend, dass nicht ein deutscher Star sagt, ey, ist mir egal, ich spiele auch in der englischen zweiten Liga, die haben gerade 85 oder 87 Millionen bekommen, da will ich davon profitieren. Ich glaube, das wird nicht passieren, obwohl Aston Villa ein großer Club ist, der mir am Herzen liegt, aber das, glaube ich, wird in Zukunft nicht passieren. Und was ich noch sagen möchte, ist, die Spanier haben dasselbe, die, glaube ich, kriegen ähnlich viel aus den TV-Töpfen wie die Deutschen. Die sind regelmäßig in den Finals der Europa League, der Champions League, die gewinnen die dann auch immer. Die jammern auch nicht. Warum müssen wir dann immer jammern, sagen, die Engländer, immer an die Engländer uns orientieren? Nein, die Spanier haben mit ihren Mitteln sehr, sehr viel gemacht und es soll doch dann unser Vorbild sein und nicht die Engländer, die dann das irgendwie rausschmeißen. Es ist ein spannendes Thema, gar keine Frage. Nur kommt irgendwann vielleicht sogar der große Knall. Und wie viel Moral gibt es denn eigentlich noch in der Bundesliga, im kompletten Fußballgeschäft? Das könnte man sich durchaus stellen. Darüber wollen wir gleich mal sprechen. Anhand auch des Beispiels Julian Draxler. Kurz in die Pause und dann geht's weiter mit Kicker TV, der Talk. Bis gleich. Zurück zu Kicker TV, der Talk. Paris Saint-Germain soll 75 Millionen Euro geboten haben für Wolfsburgs Julian Draxler. Der finanzielle Kollaps ist das eine, tja, und der Sittenverfall möglicherweise das andere. Wo bleibt denn eigentlich die Moral, unter anderem auch bei den Spielern? Oder sind wir tatsächlich zu romantisch, David Beyer? Hallo, ich bin Julian Draxler und ich spiele für Deutschland. Und übrigens für den VfL Wolfsburg, wenn auch mit deutlich weniger Motivation. Julian Draxler ist unzufrieden, würde lieber noch mehr Geld verdienen, versucht sich deshalb aus seinem eigenen Vertrag zu motzen, ganz nach dem Motto Stimmung runter, Gehalt rauf. Ein Phänomen, mit dem man in Zukunft rechnen muss. England lockt mit nahezu galaktischen Gehältern. Vertrags- und Vereinstreue zählen dann nichts mehr, wenn das Einkommen mal eben verdoppelt oder verdreifacht werden kann. Was ist dagegen schon ein bisschen meckern und motzen? Julian Draxler spielt erst seit einer Saison beim VfL Wolfsburg. Christian Heidel, und er hat das ja öffentlich gemacht, er will weg vom VfL Wolfsburg. Jetzt soll angeblich Paris Saint-Germain um die Ecke gebogen kommen. Was würden oder hätten Sie mit so einem Spieler gemacht, der unbedingt weg will? Ich weiß, die sagen natürlich dann, ist nicht meine Baustelle, ist ein anderer Verein, schwierig, ich bin zu weit weg. Aber so ein Fall kann ja auch möglicherweise beim FC Schalke 04 eintreten mit einem Spieler. Ja, aber ich möchte hier nicht als Ratgeber für den VfL Wolfsburg auftreten. Und deswegen möchte ich mich dazu nicht äußern. Ich finde es nur nicht gut, wenn es an den Summen festgemacht wird. Jetzt 75 Millionen, weil eines ist doch klar, die Spieler können dafür gar nichts. So, das sind wir dran schuld, die Summen zahlen. Ob der Weg, den Julian gewählt hat, das öffentlich zu machen, ob das richtig ist, das ist eine andere Sache. Aber jetzt Moral in den Raum zu stellen und aufgrund der Preise, für die ein Spieler nichts kann, das halte ich für abwegig. Aber ich würde trotzdem die Moral in den Raum stellen, weil es gibt gültige Verträge. Ja.
Werden die heutzutage, zählen Verträge im Grunde genommen nicht mehr so viel? Sowohl bei Spielern als auch bei Trainern. Die Trainer wechseln ja heutzutage ja auch schon aus laufenden Verträgen mit Ablösesummen. Wenn alle Verträge immer eingehalten würden, gäbe es keine Ablösesummen mehr. Ist ja klar. Mhm. Dann wären auch sehr viele sehr traurig. Denn also jeder möchte ja gern verhindern, dass ein Spieler ablösefrei geht. Das führt zwangsläufig dazu, dass Verträge nicht eingehalten werden. Und Verträge sind dafür da, dass sie a. entweder eingehalten werden oder im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst werden. Mhm. So läuft das heutzutage nicht nur übrigens im Fußballgeschäft. Aber jetzt einem Spieler den Vorwurf zu machen, dass er seinen Vertrag nicht bis zu Ende spielt, da sind wir Clubs ja nicht ganz unschuldig dran. Also wenn ein Spiel noch ein Jahr Vertrag hat, dann kommen ja oftmals auch die Clubs und sagen, ja Freund, möchtest du gerne verlängern? Und wenn nicht, ja, möchtest du gerne gehen? Ja, aber Sie haben eben gesagt, beiderseitiges Einvernehmen, das ist ja in dem Falle jetzt hier nicht das so gegeben. Das ist ja ein ziemlich einseitiges Einvernehmen. Und ich finde jetzt auch ein Verhalten, das erinnert so ein bisschen an das Kind im Sandkasten, das mit dem da nicht spielen will und raus will in einen schöneren Sandkasten. Das ist, glaube ich, kein Gebaren von erwachsenen Menschen. Das sollte er sich vor Augen halten. Wenn er schon in diesem Segment auch jonglieren will, dann soll er nicht die Bälle pausenlos verlieren. Das wollte ich ja nicht kommentieren. Ach so. Wir wissen aber nicht, was Wolfsburg ihm bei der Vertragsunterschrift gesagt hat. Und es kann schon sein, dass man ihm das so verkauft hat. Spiel erst mal ein Jahr bei uns und wenn dann jemand kommt, dann werden wir uns schon einigen. Ja. Also ich glaube, immer auf den Spieler zu zeigen, ist auch nicht so richtig, wenn wir nicht so ganz die Hintergründe kennen. Und im Übrigen mit der Moral ist es eine tolle Sache, weil wie oft gehen Spieler, die man vielleicht nicht so kennt, weil sie aus dem Ausland kommen, zu einem Bundesligisten, die auch erstmal im Verein richtig ein bisschen Krach machen müssen. Das stört keinen einzigen Fan hier, weil man sich dann freut, weil es am Ende funktioniert. Mhm. Also da würde ich ein bisschen aufpassen, bevor ich irgendwie Leute erstmal in den Senkel stelle. Wie stehen Sie dazu als aktiver, als ehemaliger Spieler? Ja, es ist schon jetzt, glaube ich, der prominenteste Fall. Und ich möchte schon auch sagen, dass die Vereine da ihren Teil dazu beitragen. Jetzt haben wir den Fall Julian Draxler. Wir kennen diese mündliche Vereinbarung nicht, von der er gesprochen hat. Also wird er am Pranger gestellt. Ich kann das nicht beurteilen. Aber ich weiß auch, dass Vereine sich gerne mal von Spielern lösen möchten, die noch Verträge haben. An dem Tag, an dem unterschrieben wurde, haben die Vereine gesagt, wir wollen dich für 3 Jahre haben. Nach 6 Monaten merken die, das funktioniert nicht. Und dann gibt es Trainingsgruppen 2, dann gibt es andere Methoden, diesen Spieler abzuschieben. So wie Bastian Schweinsteiger, der jetzt mit der 2. Mannschaft trainieren muss. Genau so ist es. Mhm. Aber damals, ich meine, Louis van Gaal war Trainer, aber er hat mit Manchester United den Vertrag geschlossen. Und ein Jahr später will man ihn nicht mehr. Also Vereine haben auch Möglichkeiten, Spieler dann abzuschieben. Wir sehen jetzt gerade den umgekehrten Fall. Aber es gleicht sich dann auch schon wieder aus. Und deswegen muss man da vorsichtig sein und den konkreten Fall, genau. Wir waren nicht dabei, deswegen sollten wir jetzt nicht die Moralapostel sein, weil wir es einfach nicht wissen. Also so ein Nebeninfekt eigentlich des Transferwahnsinns, dass so genau so was passieren kann, was Thomas gerade auch angesprochen hat? Ja, absolut. Also kann ich nur zustimmen. In beide Richtungen. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, naiv zu glauben, dass die Verträge immer eingehalten werden. Ohne jetzt Julian Draxler irgendeinen Vorwurf machen zu wollen. Da bin ich nicht in der Thematik drin. Da waren wir alle nicht dabei. Aber es geht in beide Richtungen, dass ab und zu die Verträge eben nicht eingehalten werden. Wichtig ist nur, dann werden sie im Endeffekt in einem Einvernehmen aufgelöst. Wie auch immer. Ob das jetzt mit Druck passiert ist oder passieren wird, wie jetzt im Fall Draxler. Ich habe keine Ahnung, ob er jetzt noch wechseln wird. Das ist ein anderes Thema. Aber der Wechsel kann nur vonstatten gehen, wenn beide Seiten zustimmen. Klar. Raphael, ich muss noch einen Schlenker machen. Also Sie haben es eben schon selbst angesprochen. China. Vielleicht noch nicht so lukrativ für die absoluten Stars, wobei ja schon einige dahin gewechselt sind, wie ein Hulk zum Beispiel oder auch der italienische Jackson Nationalspieler. Martinez. Jackson Martinez ist nicht italienischer Nationalspieler, sondern wie ist er noch gleich? Pelle, genau, den vorher nicht so viele Leute kannten, vor der Europameisterschaft, für viel, viel Geld. Wird das Rad durch China noch weiter gedreht in den kommenden Jahren? Weil da tut sich ja einiges. Also Fußball wird immer populärer im größten Land dieser Welt. Absolut. Also die chinesische Liga wird Probleme haben, die ganz großen Leute dahin zu bekommen. Es gibt Riesenprobleme mit Umweltvergiftung. Die Leute haben nicht wirklich so ein angenehmes Leben da als Profi. Die Attraktivität ist noch nicht da, aber die Chinesen investieren eben auch in europäische Vereine. Milan, Inter, City, ein Teil von City gehört chinesischen Investoren.
Man spricht davon, dass der Staatsfonds von China, also im Endeffekt das Land China, Liverpool übernimmt oder sich da einkauft. West Brom, Birmingham und Aston Villa, alle in chinesischer Hand. Und da ist wahnsinnig viel Geld da. Und das wird auf kurz oder lang natürlich auch auf die Bundesliga einen Einfluss haben. Im Positiven im Sinne, dass man vielleicht jetzt noch nicht nur an Man City, sondern in Zukunft vielleicht auch an Aston Villa Leute überteuert, in Anführungszeichen, verkaufen kann. Aber auch negativ, weil man, glaube ich, als Bundesliga noch mehr strampeln muss, um dieses Delta, was im Moment, wo wir vorher gesagt haben, so bei 1 zu 2,5 liegt, zu schauen, dass das nicht mal 1 zu 4 oder 1 zu 5 wird. Mhm. Weil dann kriegen nämlich auch die Bayern und Dortmund große Probleme, mit den 6., 7., 8. der Premier League mitzuhalten, wenn es um Leute wie Renato Sanchez geht. Und vielleicht auch Schalke 04. Abschließend, Christian Heidel, Transferfenster Mittwoch hier in Deutschland, 18 Uhr. Also dann darf kein Spieler mehr zu Schalke zum Beispiel kommen. Man kann aber noch einen Spieler abgeben. In England schließt das Transferfenster erst um 23.59 Uhr. 31. August. Wären Sie dafür, dass das Transferfenster schon am 31. Juli schließen sollte? Weil man hat dann immer noch die genügend Zeit, sich vorzubereiten. Dann steht die Mannschaft ja schon. So kann es ja schon mitten in der Saison jetzt immer noch Veränderungen geben, was ja manchmal gar nicht so leicht aufzufangen ist. Wären Sie dafür? Ja, ich weiß, die Diskussion ist ein bisschen aufgekommen. Ich muss sagen, bin da noch nicht so komplett festgelegt. Jetzt gegen Ende des Transferfensters ist sehr viel Hektik da. Wir würden es 4 Wochen nach vorne verschieben. Was würde sich da ändern? Ich glaube, wenn ein Transferfenster vor Ende der Vorbereitung schließt, man weiß nicht, was passiert in der Vorbereitung. Verletzungen, man kann nicht mehr reagieren. Mhm. Ich glaube, die gleichen, die das jetzt fordern, dann haben sie 3 Verletzte, würden sagen, wieso schließt das Transferfenster so früh? Also ich finde eigentlich, so wie es momentan jetzt seit vielen Jahren geregelt ist, finde ich es eigentlich ganz okay. Und ich sehe nicht, wenn man es 2 Wochen oder 4 Wochen jetzt nach vorne verschieben würde, ob sich da großartig was ändern würde. Hm. Vibration, Handy gab es nicht. Nee. Immer noch nicht. Kommt Konoplyanka? Mal abwarten. Gut. Ich will nicht weiter bohren. Das soll schon gewesen sein. Wir können natürlich noch weiter diskutieren. Werden wir vielleicht noch tun. Dann aber nicht mehr on air. Kicker TV, der Talk, ist nächste Woche Montag wieder da. Dann direkt im Anschluss an das U19-Länderspiel. Debüt von Frank Kramer im Übrigen als neuer U19-Nationaltrainer gegen die Niederlande. So roundabout 19.50 Uhr. Dann mit dem DFB-Präsidenten, der uns besuchen wird, Reinhard Grindel. Jetzt geht's hier weiter mit den US Open. Drittes Grand Slam-Turnier des Jahres in New York. Da live gleich rein. Und dann würde ich sagen, schöne Woche Ihnen. Danke für den Besuch hier im Studio. Danke Ihnen, meine Herren. Und machen Sie es gut. Bis nächste Woche am Montag. Tschüss.